So eine Männergrippe wird immer ekelhafter. Ich gehe jetzt mittlerweile auf die 98 zu. Und das ist schon hart. Das ist echt nicht mehr so ganz einfach. So, letzte Woche, wo ich noch 25 war, das war noch okay so, ne? Aber... Ja. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Es geht weiter mit Resident Evil Code Veronica. Und ja, das ist jetzt unser Safe Space hier. Von hier aus arbeiten wir uns jetzt mal tiefer ins Geschehen. Maus muss weg. Wir waren im Kino gestern und meine Mutter hat sie mitgenommen. Ach, schön. Schön. Farbband können wir ablegen. Ich nehme das jetzt hier doch mit. Ups. Was habt ihr denn geschaut im Kino? Da ist ja noch eine Tür. Hä? Warte mal. Jetzt bin ich leicht verwirrt. Zwei Höhlungen. Aha. Ihr habt einen netten kleinen Horrorfilm gesehen? Oh Gott, oh Gott. Boah, wann habe ich zuletzt einen Horrorfilm gesehen? Sehr lange her. Ach doch. Ich glaube, vor einem Monat oder so habe ich mal einen Exorzistenfilm gesehen mit Russell Crowe. Den fand ich mega langweilig. So, das mitgenommen. Dann hier. Ein einfaches Schloss. Ich könnte es mit einem Dietrich öffnen. Okay. Haben wir nicht. Dann. Wie viele Slots habe ich noch frei? Ich muss bis zur Brücke zurück. Ja, das passt. Wunderbar. Oh, das passt gar nicht. Den lasse ich mal liegen. Ah, hier. Doch, alles gut. Marineausweis. Warum? Ist das ein U-Boot? Da ist ein U-Boot abgebildet. Sechseckiges Steinobjekt. Ein Bild eines U-Bootes ist eingraviert. Sag ich doch. Sag ich doch, Spiel. Ich weiß es einfach besser als du. Beziehungsweise vorher. So, jetzt die kurz verpacken. Obwohl, die Karte kann ich hier auch mal kurz benutzen und schauen, was dann passiert. NTC 0394.
NTC 0394. Enter. Security Lock Systems deactivated. Aha. Gut. Also die Tür ist da aufgegangen. Da geht's dann weiter gleich. Ich dachte, die ID wäre jetzt auch für das Kartenlesegerät, aber brauchen wir wohl nicht mehr. Ah, oh, sehr gut, sehr gut. Genug Heal, ey. Ich versuch's, Kea. Dir viel Spaß, ne? Liebe Grüße schon mal an die ganzen Leute. Könnte ich mir das andere Kraut auch noch abholen? Muss ich da nochmal zurück? Ach doch, klar, ich muss da ja sowieso wieder hin. Wenn ich ein Blutstillmittel finde. Gut. Nehme ich die Pistole jetzt auch wieder mit? Komm. Pistole lasse ich liegen. Ja, oder? Hau mich nicht. Trau mich nicht. Habe ich nur 3 Slots für Items. Ja, schaue ich mir die Tür da unten jetzt an. Oh Gott. Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das für eine Armbrust? Geht ja ziemlich schnell. Okay, und wie viel Schuss geht jetzt weg? Aha. Tot? Ja. Ach, ich kann da alle reinballern. Nice. Da wäre ein rotes. Nehme ich nicht mit. Ein Modellkampfflugzeug. Viele Bücher. Es scheint hauptsächlich um Krieg zu gehen. Ein Modellschlachtschiff. Da macht was bling bling. Nehmen wir das erstmal.
Ein ameisenförmiges Juwel. Darunter ist ein Schalter. Das sind die Geschwister Alfred, oder was? Okay, creepy. Steuerrad. Gewehre aus verschiedenen Ländern. Ah ja. Ein paar Goldluger. Oh nein. Was ist denn hier los jetzt? Ja, da brauche ich erstmal Attrappen für. Die ist verschlossen. Ein goldenes Emblem ist eingraviert. Lag da was? Nö. Jetzt könnte ich das mitnehmen. Da geht auch nicht auf. Die zwei nehme ich jetzt mal mit, weil ich glaube, die brauchen wir gleich. Geht ja nur noch in eine Richtung. Speichern? Nö. Brauchen wir nicht. Was war das denn? Steve? Wo?
I was too close. But I found something, thanks to you. Ah, er hat jetzt die Luger. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it, and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Gegen eine Maschinenpistole? Hey, wait, Steve! Ja, kannst ruhig haben, aber jetzt ist er ja abgehauen. Weiß ich, hätte die dann dabei haben müssen, ne? Chance vertan. Oh. Redfield, how dare you interfere with my operation? What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me. Who do you work for? Who sent you? Have it your way, then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Kurz wieder Nasenparty gemacht. Gut. So, ich gehe kurz mal nach oben. Vielleicht chillt Steve dort. Und dann kann ich ihm doch die Maschinenpistole geben. Ja. Sieht nicht so aus. Lohnt es sich jetzt zu speichern? Nee, ich halte das noch aus. Am Anfang lieber Vorarbeit leisten. Okay, hier lang. Nichts.
Residenzkarte, super. Capcom fühlte sich außerdem dazu berufen, Hundehaltern inmitten der Zombie-Apokalypse eine versteckte Botschaft zu hinterlassen. SNAILIVICTSUMEVOMERGOTTNEMERCXE oder rückwärts Civilians Must Remove Dog Excrement. Da soll noch mal jemand behaupten, Videospiele würden keine Werte vermitteln. Ach, das ist ja krass. Das ist ja krass. Aber in welchem Spiel haben die das denn hinterlassen? Ein U-Boot. Ein süßes kleines U-Boot. In Resi 3? Krass. Hier ist ein Hebel. Erstmal nicht. Erstmal abchecken. Echt winzig. Kann ich das aufnehmen hier? Liegt eine Seitentasche. Damit können sie mehr Items tragen. Da geht mir immer eine ab. Seitentasche, geil. Da werde ich rattig. Oh, wunderschön. Wunderschön. Wird geladen. Was ist jetzt passiert? Jetzt fahren wir mit dem U-Boot oder was? Oha. Einfach unter Wasser. Die Armbrust ist schon mega low, ey. Da läuft noch einer rum. Was das? Ich glaube. Super, ein Farbband. Oha. Wollte ich gar nicht durch. Was zum Teufel? What is this place? Check erstmal einen anderen Bereich ab. Nach dem Erfolg von Resident Evil 3 planten Nobuo Sugimura und Hideki Kamiya, die Writer bzw. Director waren, aus Teil 4 ein cooles und stylisches Actionspiel zu machen. Es stellte sich heraus, dass sich ein knallharter Actionheld in der Resident Evil Formel als Herausforderung erwies. Die fixierte Kamera war schlicht zu altbacken. Ja. Um die schauderhaft aufgesetzte Coolness zu vermitteln, auch passte das schnelle Kampfsystem, das geplant war, nicht zum Horror-Tonus. Um sich nicht zu weit von den Wurzeln zu entfernen und die bisherige Arbeit nicht verwerfen zu müssen,
wurde daraus einfach ein völlig neues Spiel, das wir heute als Devil May Cry kennen. Richtig. Richtig. Unter anderem wurden auch einige Mechaniken, meine ich, bei der Onimusha-Reihe verwendet. Onimusha ist da auch von Capcom, meine ich. Oder war das von Konami? Nee, müsste auch von Capcom gewesen sein. Ich glaube, also daraus sind, glaube ich, so einige Spiele entstanden. Aus den ganzen Experimenten, die sie damals gemacht haben. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das gibt's doch nicht. Ich werde von Fledermäusen getötet. Ohne gespeichert zu haben. Bitte nicht. Ja, da komme ich nicht durch. Ach du Scheiße. Versuch die mal abzuknallen. Oh, Schwein gehabt. Devil May Cry habe ich leider ja nicht gespielt. Ich habe DMC gespielt und das letzte Devil May Cry. Das letzte Devil May Cry war schon ziemlich krank. Und jetzt? Eine Kontrolltafel für den Lift. Irgendwas scheint zu fehlen. Boah, das lief jetzt nicht gut. Weniger ein Fakt, aber mal ehrlich, ist euch schon einmal aufgefallen, dass das Resident Evil minus 6 Logo, genauer gesagt die Ziffer 6, so gestaltet ist, dass sie wie eine humanoide Giraffe aussieht, die einen Blowjob bekommt? Ja. Für den Fall, dass euch dieser Umstand bisher entgangen ist, gern geschehen. Ihr könnt es ab sofort nicht mehr ungesehen machen. Kleiner als 3. Ja, das stimmt. Das ist mir sofort aufgefallen. Also alles, was so mit Sex zu tun hat, so, das fällt bei mir sofort auf. Also ich check sowas sofort. Alles, was geil ist, ist halt immer geil und geil gehört zu Don. Ach Mann, ich hätte die gar nicht erledigen müssen. Die sind schon wieder aufgetaucht. Voll. Schreibtisch wäre jetzt nicht. Ich meine Schreibmaschine. Auf einem Schreibtisch. Da sind Pfeile. Aha. Eine Kontrolltafel für den Rollladen. Über dem Schlüsselloch steht K402. Geht also nur noch runter. Ne, es geht hoch und nicht runter. Aha. Was ist das denn? Jetzt? Okay, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht. Feuerhebel fehlt. Okay, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Was mache ich falsch? Ah. Ja, okay.
Hyperlift. Ein Warnhinweis ist zu erkennen. Funktionsstörung bei niedriger Stromzufuhr. Oh oh. Oh. Viele einfach daneben gegangen sind. Hab nur noch 82. Der Wahnsinn. Biohazard-Karte. Oh, genau das brauchen wir. Eine silberne Schlüsselkarte kann in der Trainingsanlage benutzt werden. Okay. Das heißt jetzt aber wieder mit dem U-Boot zurück. Dann können wir auch nochmal abspeichern. Hä? Achso. Marineausweis. Ach. Konnte ich den irgendwo platzieren? Ach ja, natürlich. Oh Gott, ich bin so dämlich. So dämlich. Egal. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, I'm ready. Muss mir kurz die Nase putzen.
Och. Ja, komm, den kann ich töten, wenn er schon mal am Boden liegt, ne? Wow. Nein. Okay. So, Sicherheitsschlüssel habe ich. Ist jetzt nicht möglich. Warum denn? Ah. Okay. Die Lüftung des Raumes ist nicht beendet. Öffnung erst nach erfolgter. Das ist schlecht. Vorne links. Eine Sicherung für den Ventilator. Sie steht zurzeit auf 1. Ja, dann mach sie doch aus. Ein indigo-blauer Kartenleser. Der schießt immer noch. Ein Relief, scheinbar ist es sehr alt. Oh.
Blutstillmittel. Fantastisch. Die Ratte hat's doch rausgeschafft. Welcome, Claire. Consider the area you are in a special playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused, and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Da gibt's einen Fight oder was? 100% ist das ein Bossfight, ne? Ne, obwohl die Explosives, die behalte ich mal. Verballer die jetzt. Macht ja richtig spannend hier. Nö. Das sind nochmal Maschinen. Die sind nicht geladen. LOL. Munition für Maschinenpistolen. Das sind die Dinger, die Steve haben wollte. Boah, ich muss kurz nochmal Nase putzen, das gibt's. So. Okay, das ist jetzt natürlich scheiße. Bei dem los. Ich dachte, hier wäre Muni. Oh.
Muss den töten? Nein. Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. You wish. But thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here. Take these. Machine guns? For me? You know the deal. In exchange for your Lugers. Okay. Oh, wie er sich freut, ein kleines Kind. This thing is too cool. Yes. Now this is my kind of weapon. All right. Huh? Hey. This thing's empty. You cheated me. Up there, plenty of ammo just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. All right. Ow! My back! You're heavier than you look. Wie nett. Hurry up! Happy now? What? Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. Okay, let's do it! Wait here, Claire. Time to test out my new toy. Oh. Oh. Ach, der nimmt die gar nicht auf, okay. Was zum Teufel? Wie der mit den Dingern schießt, ey. Chemikalien für die Wartung von Waffen. Ja, ne?
Andere Seite. Bei Überlastung kann die Sicherung rausspringen, dann den Hebel wie auf der Karte umlegen. Der Ventilator wird dadurch wieder aktiviert. It was dirty work. But this area is now clean. See? You can depend on me. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Steve, what were you doing here? Who brought you here, and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! Alter, chill doch mal! Was ist denn bei dem los? Steve. Never mind. Let's get going. Okay, wo bin ich jetzt? Aha. Nach rechts. Da. Aha. Von hier aus kann ich nicht heruntersteigen. Are you okay? Steve, behind you! No! Was ist mit dem? What's wrong, Steve? Shoot! Ist das etwas an Daddy? Wow.
Steve. Cringe. Father. 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 Dad used to work for Umbrella. Tried to steal information, intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed. And we were sent here. Oh, Steve. He was a fool to do something so reckless. So stupid. It's okay now. Just rest. Sollte ihn alleine lassen. Steves Vater, er ist offensichtlich tot. Sag bloß. Okay. Da kann ich wieder zurück. Oh, da oben ist was. Relief. Scheint das Bild einer Legende zu sein. Eine Hebebühne, die Batterie fehlt. Alright. Wenn ich da durchgehe, komme ich nicht wieder zurück. Da unten genauso. Da muss ich eine komplette Runde machen. Aber da wäre Aufzug. Geh erstmal hier raus. Beide. Hey. Hauptsache Panzer, Alter. Okay, dann wieder hier rein. Falsch. Bei 10% noch. Fertig. Boah, bitte den Safe Room. Das ist so geil. Ja, Mann. Oh. Das scheint ein Bild dieses Raumes zu sein. Aber verkehrt herum, oder was? Ich kann doch jetzt nicht speichern. Also eh kein Platz. Fuck. Adlerschild.
Porträt eines Mannes. Ist da vielleicht ein Schlüssel dahinter? Die indigo-blaue Platte scheint aus einem speziellen Metall zu sein. Okay, dann weiß ich ja wohin damit. Das können wir nicht mitnehmen. Fahrbahn lassen wir auch da. Vielleicht komme ich hier nochmal her. Ein rotes Bild. Sie befinden sich zurzeit im Erdgeschoss. Ah, ich kann weiter runter. Ja, weiter runter. Aha. Ja, es bringt mir aber wenig, weil ich da die ganzen Sachen nicht aufsammeln kann. Schau ich mir das hier nochmal an. Oha. Nein, bin hier doch schon. Komme ich auch nicht weiter? Also doch runter. Ach, wait, I'm so stupid. Ich glaube, ich weiß wohin. Ich gehe doch erst raus. Ich schau mir die Gegend erstmal an hier. Die sind ja eh alle platt, ne? Sachen drin. Moment, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Mal zurück. Ja, gut. Schloss wurde entriegelt. Dann kann ich da jetzt immer wieder hin. Sehr gut. Wenn ich jetzt wieder da oben hinrenne. Ja, macht Sinn. Bam, bam, bam. Was ist das hier eigentlich für ein Schloss? Fahrstuhl ist im unteren Geschoss. Ich kann ihn nicht benutzen. Okay. Uiuiui.
gut. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Ja, da kann ich nicht durch. So, hier nehme ich. Ah, falsch. So, Safe Room. Super. Ja, endlich wieder Platz. Blutstillmittel. Da müsste ich eigentlich dem Dude bringen, aber weiß ich ja, vielleicht ist er schon abgekackt oder so. Gut. Bis hierhin erstmal eine kleine Pause.